Ja, herzlich willkommen zu den FNMA-Talks. Wir haben heute den 23. FNMA-Talk. Nach einer Serie von Online-Veranstaltungen, gezwungenermaßen, haben wir dieses Mal wieder ein hybrides Format und freuen uns sehr, dass wir an der Universität für Weiterbildung in Krems sein dürfen. Ein hybrides Setting mit Publikum vor Ort und auch online. Das freut uns sehr, weil es besonders gut passt zu unserem Thema. Das heutige Thema lautet, wie hybrid sind wir, wie hybrid wollen wir sein? Dazu haben wir zuerst eine Keynote von der Frau Dr. Katja Ninnemann. Frau Ninnemann ist Professorin für Digitalisierung und Workspace Management an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Das freut uns sehr, dass Sie den Weg hergefunden haben hier nach Krems. Und Ihre Keynote beschäftigt sich mit dem Thema der Online Spaces. Wie verändern sich Lernräume an der Hochschule durch hybride Lehr- und Lernformate? Frau Ninnemann, ich darf Sie auf die Bühne bitten. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Katja Ninnemann. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann beim Forum Neue Medien in der Lehre im Austria. Und dass ich mit Ihnen zusammen eines der aktuell meistgestelltesten Fragen diskutieren kann, wie hybrid sind wir, wie hybrid wollen wir eigentlich sein. Und ich möchte mit dem Vortrag aus der Perspektive von OnLive Spaces zeigen, dass wir bei der Entwicklung von hybriden Lehr- und Lernformaten eben nicht nur über didaktische, technische und organisatorische Aspekte nachdenken müssen, sondern auch den Raum. Räumliche Aspekte integrieren müssen. Und in diesem Zusammenhang brauchen wir auch ein ganz neues Verständnis des Lernraums Hochschule. Das ist ein Thema, was ich heute mit Ihnen diskutieren möchte. Und vor diesem Hintergrund habe ich hier auf der Startfolie gar kein Bild eines Hightech-Seminarraums mitgebracht, sondern ein Studierendenzimmer, ein WG-Zimmer. Dieses Zimmer steht exemplarisch für Orte, die wir bisher gar nicht auf dem Bildschirm hatten, wenn wir über den Lernraum Hochschule gesprochen haben. Aber wir wissen aus Erfahrungen in der Praxis, aus Beispielen in der Forschung, dass es Orte gibt, die auch Teil von Lernprozessen sind und sehr wichtige Orte sind und die wir aus der Perspektive von Hochschule und bei der Gestaltung des Lernraums Hochschule auf jeden Fall mitdenken müssen. Ich würde gerne noch mal kurz einführen, wer ich bin. Also ich bin von Hause aus, habe ich Architektur studiert an der TU Darmstadt. Ich habe an der TU Wien über Innovationsprozesse bei der Gestaltung des Lernraums Hochschule promoviert und beschäftige mich in Forschung, Praxis und Lehre seit vielen Jahren mit Gestaltungspraktiken auf der einen Seite und aber auch Gestaltungsprozessen auf der anderen Seite von hybriden Lern- und Arbeitsumgebungen. Von daher freue ich mich umso sehr, dass ich heute hier sein kann. Das ist auch meine erste Veranstaltung mal wieder im quasi Live-Format, in einem hybriden Format. Und da sind wir auch gleich mitten im Thema, nämlich es geht um die Orte, es geht um physische Räume und die Relevanz dieser Räume, die wir ja neu entdecken müssen und auch neu verstehen müssen. Und das geht damit einher, dass wir ja unsere DNA, unsere Bausteine vielleicht auch ganz neu sortieren müssen, gerade wenn wir bei hybriden Lehr- und Lernformaten auch über den Raum oder gerade über mit dem Raum sprechen. Und vor diesem Hintergrund möchte ich zum einen erstmal eine kurze Einführung geben in den Begriff OnLive, OnLive Spaces. Und dann anhand von Beispielen aus Forschung, Praxis und auch aus der Lehre zeigen, dass wir damit Lehren, Orte und auch Lehren neu kodieren müssen und eine ganz andere Perspektive darauf gewinnen werden. Der Begriff OnLive ist ein Begriff, der von Luciani Floridi, einem italienischen Philosophen und Professor am Oxford Internet Institut, geprägt wurde. Und Floridi sagt, dass we are neither online nor offline, but OnLive. Also er sagt, dass wir die Grenze zwischen analog und digital oder online und offline sich zunehmend auflöst, dass wir gar nicht mehr unterscheiden können, dass es diese zwei Sphären gibt, sondern dass wir das als eine Umgebung, ein Konzept zusammenhängend verstehen müssen. Und wenn wir uns mal umgucken im Kontext von OnLive Spaces,
können wir zwei Phänomene entdecken. Zum einen, dass sich bestehende physische Orte, die wir bereits nutzen, die wir bespielen, sich grundlegend verändert haben und auch verändern werden. Und das zweite Phänomen ist, dass wir ganz neue Orte aktivieren für bestehende Nutzung. Und ich habe Ihnen mal Beispiele mitgebracht, um das nochmal zu illustrieren. Aus vier Bereichen des Lebens, Lebens-, Lern- und Arbeitswelten, die wir jeden Tag bespielen, nämlich Shopping, Banking und Working und Learning. Und wir sehen anhand dieser Beispiele, wie sich physische Orte durch die Integration von Informations- und Kommunikationstechnologien verändern. Sie sehen im Bereich Shopping einen Supermarkt, an dem es keine Supermarktkassen mehr gibt, an dem Sie keinen Einkaufswagen füllen müssen, diesen danach mit den Artikeln Ihres Bedarfs aufs Band legen müssen, die eingescannt werden müssen und dann wieder in die eigenen Taschen umgepackt werden müssen, sondern an diesen Orten checken Sie mit Ihrem Smartphone ein, Sie packen die Lebensmittel oder Produkte des alltäglichen Bedarfs direkt in Ihre Tasche ein und können, ohne dass Sie sich anstellen müssen, warten müssen, sofort wieder auschecken. Das heißt, wir sehen hier, dass Orte sich verändert haben, dass wir keinen Platz mehr brauchen für Kassenbereiche, wir müssen keine Wartezeiten mehr einplanen und diese Orte oder Bereiche, Flächen stehen vielleicht für andere Produkte zur Verfügung und die Mitarbeiter, die vorher an der Kasse gesessen haben, können sich anderen Services widmen. Das heißt, wir haben hier auch ganz andere Kundenerlebnisse, ganz andere User Experience an diesen Orten. Das Gleiche sehen wir aber auch beim Thema Banking. Also wenn Sie mal vielleicht denken, vor ein paar Jahren eine klassische Bankfiliale mit Bankautomaten und Schaltern, vielleicht sogar noch hinterm Glas, Panzerglas, all das ist durch die Möglichkeit, dies auch online durchzuführen, ganz andere Orte entstanden sind. Also hier sieht es fast eher aus wie in einem Wohnzimmer oder vielleicht im Küchenbereich, in dem man sich mit Freunden trifft. Das heißt, sie haben eine ganz andere Ansprache, mit Kunden sich zu unterhalten. Sie schaffen ganz andere Orte und Möglichkeiten der Interaktion. Also auch hier ein physischer Ort, der sich verändert und damit eine andere Nutzungserlebnisse ermöglicht. Und das Gleiche wissen wir auch aus dem Bereich von Arbeitswelten. Wir wissen alle um neue Konzepte von Arbeitswelten, wie zum Beispiel Activity-Based Flexible Offices, in dem Sie je nachdem, was Sie heute zu tun haben, mit wem Sie zusammenarbeiten wollen, sich Ihre Orte aussuchen im Büro, nämlich vielleicht sich zurückziehen in einen Akustikpod, weil Sie konzentriert arbeiten möchten und nach der Mittagspause dann aber in den Open-Space-Bereich gehen, weil Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten wollen. Also hier verändert sich auch das Büro und genauso wie wir es rechts unten hier sehen, auch Lernumgebungen. Hier mal ein Beispiel, exemplarisch für Active Learning Classrooms. Das heißt, Sie sehen hier, dass wir durch die Integration von Informations- und Kommunikationstechnologien kein frontales, starres Setting mehr haben. Der Lehrende steht auch nicht vorne und referiert und hält eine Lecture, sondern er steht in der Mitte des Raumes, hat dort sein Pult, kann von dort aus Kontakt mit den Studierenden aufnehmen, die an verschiedenen Tischen im Raum zusammengruppiert sind und dort auch jeweils eigene Medien zur Verfügung haben, um in Gruppenarbeit arbeiten zu können, sodass dort in einem Wechsel von didaktischen Formaten, vom vielleicht 10 Minuten Input, danach Gruppenarbeit, danach wieder eine Präsentation in quasi Studierende auch aktiviert werden können und damit ganz andere Lehr-Lern-Settings möglich sind. Bei den Beispielen zur Aktivierung von neuen Orten als Beispiele von On-Life-Spaces sehen wir im Bereich vom Shopping ein Beispiel aus Südkorea von einer großen Supermarktkette, die in den U-Bahn-Stationen Bildmaterial, so 2D-Grafiken aufgehangen haben von Produktregalen, wo jedes Produkt mittels eines QR-Codes eingescannt werden kann. Und diese Bilder hängen in der U-Bahn-Station. Das heißt, wenn Sie morgens auf dem Weg zur Arbeit in die Stadt reinpendeln, können Sie auf dem U-Bahnhof quasi Ihre Supermarkttätigkeiten durchführen. Sie gehen quasi shoppen in der U-Bahn-Station, können überlegen, was brauche ich heute Abend, können überlegen, schicke ich es mir nach Hause, hole ich es mir nachher im Supermarkt ab und was benötige ich. Das heißt, wir sehen hier, dass ein neuer Ort, den wir bisher gar nicht im
Kontext von Einkaufen gesehen haben, wird hier belebt und genutzt. Und damit überlagern sich auch verschiedene Nutzungsarten. Das Gleiche sehen wir aber auch beim Bereich Banking. Sie kennen das bestimmt alle. Sie gehen in den Supermarkt, wollen bezahlen und werden aber auch noch gefragt, ob man Geld abheben möchte. Das heißt, ich brauche nicht mehr an den Bankautomaten gehen, ich muss nicht mehr in die Bankfiliale gehen, sondern der Supermarkt wird quasi auch zum Umschlagplatz von Bargeld. Das heißt auch ein neuer Ort und das funktioniert eben nur, weil wir Technologien integrieren können und nutzen können. Das gleiche Beispiel, aber auch bei Arbeitsumgebungen. Wir wissen alle um ja, die Bedeutung und die Entwicklung von Coworking Spaces als neue Orte, die entstanden sind, eben erst durch die Nutzung, die Möglichkeiten, Informationen zu jeder Zeit an jedem Ort zur Verfügung gestellt zu bekommen und dass dort neue Jobs, neue Tätigkeiten, neue Unternehmen entstanden sind, die andere Umgebung brauchen und die mittlerweile eben aber auch von großen, angestammten Unternehmen mit genutzt werden, weil sie Teil von diesen ja, Innovationsclustern sein wollen. Also auch Coworking Spaces als ein neuer Ort, der entstanden ist. Und das Gleiche sehen wir aber auch beim Lernen im Kontext von Hochschulen. Es gibt mittlerweile Hochschulen, innovative Hochschulen, die sagen, wir brauchen gar keine eigenen Campus-Infrastrukturen mehr. Wir wollen das auch gar nicht haben. Das ist etwas, was viel Geld kostet, was betrieben werden muss, was dann vielleicht Studiengebühren erhöht und die sich aber trotzdem nicht als Online Hochschule als Fernstudienanbieter verstehen, sondern diese Hochschulen nutzen andere Player in der Stadt, zum Beispiel Organisationen, Institutionen oder eben auch Studierendenwohnungen als oder Studierendenwohnheime als physische Orte, die sie beleben, um quasi sich als Universität zu verstehen. So zum Beispiel hier wie Minerva Schools in San Francisco, die überall in der Welt an verschiedenen Orten Studierendenwohnheime betreiben. Das sind quasi ihre einzigen baulichen Infrastrukturen, die sie haben und sagen, dass sie dort physischen Kontakt mit den Studierenden haben und das aber eben mit den virtuellen Umgebungen miteinander verknüpfen. Oder hier ein Beispiel noch aus Holland, das Student Hotel, was in Semesterzeiten von Studierenden als Studierendenwohnheim genutzt werden kann, was aber auch Seminarräume beinhaltet, sodass dort eine Hochschule sich quasi einbuchen kann mit ihren Studierenden, aber auch Lehrveranstaltungen, diesen Ort im Semester nutzt und in den semesterfreien Zeiten das auch anderen Touristen an den Hotspots in Barcelona, Delft, Berlin zur Verfügung steht. Und wenn wir diese Entwicklung von Online Learning Spaces mit der Aktivierung von neuen physischen Orten und der Veränderung von bestehenden physischen Orten uns mal angucken, können wir so eine Art Innovationspyramide der Lernraumgestaltung quasi formulieren. Und man sieht, dass wir im unteren Feld schon sehr viele Erfahrungen haben und auch Kenntnisse aus der Forschung, welche Bedarfe es gibt, wenn wir bestehende physische Orte verändern. Beispiel der Lernräume sehen wir hier, dass die Bibliotheken sich verändert haben, also vom Information Center zum Learning Center, mit dem Fokus auch verschiedenste Lernformate, gerade Gruppenlernen und verschiedene Einzelarbeitsplätze anzubieten und eben nicht nur der Ort, an dem ich Bücher ausleihen kann oder lesen kann. Oder eben auch mit der Aktivierung von Zwischenräumen, Breakout Spaces in Orten, an Räumen, die bisher gar nicht aktiviert wurden, nämlich in Foyers, Fluren und dergleichen. Oder eben auch ganz neue Settings von formellen Lernräumen, wie die Active Learning Environments, Flexible Learning Environments, die entstanden sind. Und Sie sehen aber auch an der Spitze des Eisberges einen Bereich, der bisher gar nicht so weit bei uns im Fokus lag, nämlich die Aktivierung von Lebensräumen, also dass auch das Zuhause-Lernen ein wichtiger Ort ist oder eben aber auch urbane Hotspots, Organisationen, Institutionen, die als Active Learning Environment in einem urbanen Kontext genutzt werden von Hochschulen und eben nicht immer auf dem Campus, auf den baulichen Infrastrukturen von Campusanlagen aktiviert werden. Und das Spannende ist an der Pandemie, die uns in den letzten Monaten arg beschäftigt hat, dass dieser Blickfeld auf die Aktivierung von Lebensräumen wirklich quasi im wahrsten Sinne des Wortes auf den Bildschirm gerückt wurde, in unser Bewusstsein eingepflanzt wurde und wir erkannt haben, dass es dort Bereiche gibt, die wir gar nicht vorher aus der
räumlichen Perspektive im Blick haben, über die wir noch gar nichts wissen, was ein weißer Fleck auf der Landkarte ist, die aber auch mit Teil von Lernprozessen sind. Und vor diesem Hintergrund müssen wir hier über die Neukodierung von Lehren, Lernen und Orten als ein ganz relevantes strategisches Handlungsfeld bei der Digitalisierung von Hochschulen in den Fokus ziehen. Und was wir vorher gesehen haben, dass sich das an einzelnen Modellräumen exemplarisch formuliert hat, wo vielleicht mal ein Zwischenraum als Breakout Space eingerichtet wurde oder ein, zwei Active Learning Environments als Laboratorien für neue innovative Lernkonzepte umgesetzt wurden, sind wir jetzt in der Situation, dass wir uns alle mit dem Thema hybride Lernumgebungen, hybride Lernformate beschäftigen müssen, weil die Frage ist, was bleibt eigentlich nach der Pandemie, mit der Pandemie, wie lange wird uns das Thema noch beschäftigen und welche positiven Aspekte können wir natürlich dort auch mit hinausziehen. Und das Tolle ist, dass es aber auch schon vor der Pandemie Hochschulen gab und gibt, die eben nicht nur die modellhafte Entwicklung von neuen Lernumgebungen, technologieangereicherten Lernumgebungen fokussiert hat, sondern den Lernraum Hochschule als ein ganzes Konzept behandelt hat und auch verstanden hat. Also dass, wenn Sie über die Verknüpfung von physischen und virtuellen Handlungsräumen denken, dass es nicht nur um den einen oder anderen Seminarraum geht, sondern dass das gesamte Konzept des Lernraums Hochschule neu angefasst werden muss. Und das Spannende ist, bei diesen Hochschulen, und das wissen wir aus Fallstudien, aus der Praxis von sehr innovativen Hochschulen, dass damit einhergehend um diesen hochschulweite Implementierung von innovativen Lernumgebungen durchsetzen zu können, das immer mit einer Krise einhergeht. Also deswegen der Spruch, never miss the chance of a good crisis, ist in dem Zusammenhang ein ganz wichtiger Trigger. Und was wir an Fallstudien sehen, dass das zum Beispiel eine ganz schwierige Wettbewerbssituation sein kann, wo man sich gegen Mitbewerber behaupten muss, um Studierende attrahieren, ansprechen zu können oder eben auch Forscher, dass auch das Thema Ressourcenknappheit eine Krise, ein Trigger sein kann, der dazu geführt hat, an Hochschulen den Lernraum Hochschule neu zu denken und dort über neue Konzepte von Lernumgebungen diese zu implementieren oder eben auch manchmal ganz simpel die geografische Lage, dass sich über spannende, innovative Lernumgebungen, Forscher, Mitarbeiter und auch Studierende attrahieren muss und deswegen darüber nachdenke, was brauchen eigentlich meine Studierenden, was brauchen meine Lehrenden, um in dieser Welt bei der Zusammenführung von physischen und virtuellen Lernumgebungen gut arbeiten zu können. Und Sie sehen es hier, das ist nämlich genau dieses Erdbeben, was uns hier gerade beschäftigt oder die Impulse, die durch die Covid-19-Pandemie uns beschäftigen, dass wir hier an der Schwelle sind, an allen Hochschulen eben nicht nur über modellhafte Konzepte nachzudenken, sondern wie bekommen wir diese an den ganzen Hochschulraum umgesetzt, sodass wir hier auch von einer Mehrheit von Räumen, Mehrheit von Lehrenden und Studierenden, die in diesen Konzepten partizipieren können, profitieren können. Weil wir haben viele Forschungserkenntnisse, Evaluierungen von Modellräumen, die zeigen, dass neue Arbeitsumgebungen, neue Lernumgebungen, wie diese Active Learning Environments oder Flexible Learning Environments, positive Faktoren auf den Studienerfolg haben, auf die Aktivierung von Studierenden. Und wir brauchen aber genau diese Impulse an der Stelle, quasi eine Krisensituation, wie sie jetzt auch die Covid-19-Pandemie für uns darstellt, um weiterzugehen, um den nächsten Schritt gehen zu können. Von daher ist die Pandemie eine Riesenherausforderung, aber auch eine Riesenchance, die wir mitnehmen müssen. Und ich hoffe, dass wir diese Impulse aufgreifen können. Und dort setzen wir auch nicht bei Null an, weil ich habe eben gesagt, dass es Hochschulen gibt, die in den letzten Jahren sich ganz intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, die Strategien entwickelt haben, wie sie eine hochschulweite Implementierung von innovativen, hybriden Lehr- und Lernumgebungen umsetzen können. Und was wir an den Fallstudien sehen in diesem Kontext ist, dass das klassische PST-Framework, also mit der Berücksichtigung von Pädagogik, Space und Technology, eben nicht mehr greift, wenn wir mehr als nur über ein, zwei Modellräume sprechen, sondern dass wir ein ganz neues Framework brauchen oder zumindest diese beiden immer auch zusammendenken müssen. Zum einen können wir gar nicht mehr, wenn wir über On-Life-Spaces sprechen, nämlich diese
enge Verknüpfung von Online, Offline, Digital und Analog differenzieren zwischen Raum und Technologie, sondern das Entscheidende ist eigentlich, wie werden diese zwei Aspekte an ganz spezifischen Orten zusammengeführt. Und wir müssen wissen, an welchen Orten können welche sozialen Handlungen, sozialen Praktiken bei der Verknüpfung dieser analogen und virtuellen Handlungsräume bestmöglich umgesetzt werden. Und wir wissen aber eben auch, dass es nicht reicht, Ziele zu haben oder Visionen für didaktische, pädagogische Konzepte, sondern dass wir viel weitgreifender eine Kultur, ein Mindset aufbauen müssen, also auch eine Neukodierung unseres Lehr- und Lernverständnisses etablieren müssen, weil wir kennen auch alle den Spruch, Culture eats strategy for breakfast. So in dem Fall das, was wir etablieren, die Kultur, die wir etablieren, hat nachhaltig und langfristige Auswirkungen auf das, was wir in den nächsten Jahren tun werden im Bereich von hybriden Lern- und Lernumgebungen. Und wenn wir sehen, dass es um Orte geht, dass es auch um Kultur geht, braucht es auch dahingehend ganz neue Prozesse, die dieses steuern, diese hochschulweite Implementierung. Und eingehend auf den Aspekt der Kultur, welche Relevanz eigentlich die Kultur hat für die Neukodierung von Lernen, können wir oder wissen wir aus der Forschung, dass der Raum nachhaltig Eindruck und nachhaltig Wirkung auf das hat, wie wir handeln. Also wir wissen, dass wir durch bestimmte Raumsettings soziale Praktiken immer wieder wiederholen, Routinen entwickeln und dass, wenn wir diese durchbrechen wollen, auch andere Umgebungen brauchen, andere Raumgestaltungen, andere Ausstattungskonzepte. Und vor diesem Hintergrund beobachte ich so ein bisschen mit Sorge, wenn wir über hybride Lernen und Lernumgebungen diskutieren, dass wir bestehende Seminarräume technisch aufrüsten über Audio-Video-Aktionen, aber dass wir eigentlich in diesem frontalen Setting bleiben. Das heißt, wir würden damit langfristig durch viele Investitionen, Gelder, die investiert werden, Settings manifestieren, die uns bei dem eigentlichen Konzept, was uns in den letzten Jahren beschäftigt hat, nämlich der Shift from Teaching to Learning, uns eigentlich wieder zurückkatapultiert. Und von daher müssen wir uns ganz gewiss sein, wie wir lehren, welche Bausteine wir miteinander kombinieren, damit wir auch langfristig sicherstellen können, dass studierendenzentrierte Lernformate, dass dieser Shift, diese Kultur vom Lehren zum Lernen zu kommen, sich auch nachhaltig gelebt werden kann. Und ich will das nochmal an Beispielen zeigen. Wenn wir über hybride Lehre sprechen, reden wir quasi aus einer theoretischen Perspektive nach Reinmann von zwei Konzepten des hybriden Lehrens, zum einen das asynchrone und zum anderen das synchrone Lernen. Und wenn wir hier mal gucken, asynchrones Lernen ist etwas, was uns ja in den letzten Jahren schon sehr beschäftigt hatte, gerade auch im Zusammenhang mit studierendenzentrierter Lehre. Das heißt, dass wir zu verschiedenen Zeiten, entweder in physischer Präsenz oder auch in digitaler Umgebung uns zusammenfinden, Studierende und Lernende, und das quasi die klassische Input-Veranstaltung, die Stoffvermittlung, die Informationsvermittlung in Selbstlernzeiten stattfindet, und dass, wenn wir uns hier an Orten treffen, an physischen Orten, das Miteinander wichtig ist, nämlich der Austausch, die Diskussion darüber, das Verankern in Prozesse. Und wir sehen auch, dass das natürlich ganz unterschiedlich sequenziert sein kann, je nachdem, welche Lehr-Lernziele mit bestimmten Modulen verknüpft sind. Aber genau dieser Ansatz von Blended Learning-Konzepten hat an den Hochschulen, die eine hochschulweite Implementierung, die den Lernraum Hochschule neu für sich denken, eben auch zu der Umsetzung von diesen Active Learning Environments geführt hat oder eben auch zu Flexible Learning Environments, wo wir in Settings schnell miteinander wechseln können, also dass wir eben von einer kurzen Input-Session dann ganz schnell auch in ein Miteinander in Gruppenarbeiten gehen können, wo wir mit digitalen Medien, aber eben auch mit analogen Medien in Studierendengruppen in Zusammenarbeit mit den Lehrenden arbeiten können. Und wenn wir uns jetzt anschauen, quasi das Thema hybride Lernumgebung, gibt es bei vielen noch dieses Bild oder entwickelt sich jetzt das Bild, dass wir zeitgleich, also quasi in einem synchronen, hybriden Lehr-Lernformat sitzen, wo wir zeitgleich in physischer und auch digitaler Präsenz, wie wir es jetzt hier in der Veranstaltung haben, quasi Lehrveranstaltungen stattfinden.
Und in diesem Zusammenhang gibt es auch ein Modell, ein Course-Design, auch mit den entsprechenden Umgebungen, nämlich das HyFlex Environments, die sich ja in den letzten Jahren schon entwickelt haben, entwickelt an der State University, Francisco State University. Und dort gab es auch eine Art Krisensituation, wo man sich schon bereits vor 10 Jahren, also wenn wir mal gucken, in der Literatur gibt es diese HyFlex Environments, schon seit mehreren Jahren entstanden ist, nämlich weil eben Studierende bei bestimmten Kursen aufgrund der Einbindung in schon Berufstätigkeit gar nicht immer vor Ort sein können. Das heißt, hier ist die Krisensituation quasi Studierende zu gewinnen, anzusprechen und auch in Lehrstudiengänge einzubinden, dass wir dort auf ihre Nutzer, auf die Studierendenbedürfnisse, die Student Learning Experience eingehen müssen und damit neue Lernumgebungen umsetzen müssen. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht, ein Setting, was eher dieses Lecture-Orientated darstellt, weil man auch sieht, dass diese High-Flex-Environments, also das synchrone, hybride Setting, eine hohe Komplexität hat. Zum einen natürlich mit der technischen Ausstattung und das ist insofern noch umso spannender, dass das eigentlich schon seit mehr als 10 Jahren existiert, weil wenn wir mal gucken, wann Zoom entstanden ist oder gegründet wurde, war das in 2011, also etwas, was momentan für uns eine Selbstverständlichkeit ist, war in 2010, als es die ersten High-Flex-Environments gab, noch gar nicht so weit verbreitet. Und man sieht es hier auch, es wird mit Headset gearbeitet, mit verschiedenen Formen der Visualisierung und natürlich auch der Übertragung von Ton. Und das Spannende ist natürlich, wie können wir in diesem Setting beide Studierendenkohorten, nämlich die, die vor Ort in Präsenz sitzen und die, die online sind, ansprechen. Wie bekommen wir die in unsere Lehrveranstaltungen integriert? Und die Frage ist hier zum Beispiel, sieht der Lehrende die Studierenden? In dem Fall ist es hinter ihm, das heißt, er hat jetzt gar keinen Blickkontakt zu diesen Personen. Oder müsste nicht der Lehrende diese sehen? Oder müssen es die Studierenden sehen? Also da ist die Frage der visuellen Integration und natürlich auch der akustischen Integration. Das heißt, wer hört eigentlich wen, wer kann sprechen und wie agieren diese zwei Kohorten und dann auch noch mit der dritten Person, den Lehrenden, miteinander. Das heißt, wir haben hier eine hohe Komplexität, die uns als Lehrende herausfordert und wir müssen uns hinterfragen, ob es auch dieses Setting ist, nämlich der Lehrende wieder im Zentrum, der wahrscheinlich durch eine Kamera eingefangen werden muss, damit er auch sichtbar ist, ob das ist, was wir mit dem Shift from Teaching to Learning, also auch studierendenzentrierter Lehre, verknüpfen sein kann. Wir sehen aber auch bei den High-Flex-Environments, dass dort in dem Bereich auch schon mit dem Active Learning Approach experimentiert wurde. Und man kann eigentlich da zusammenfassen, dass es hier nicht nur um die Integration von Studierenden geht, dass man sie sieht, dass man sie hört, sondern dass es dort auch darum geht, diese Studierenden zu aktivieren. Und das stellt natürlich nochmal ganz andere Herausforderungen. Das heißt, ich kann nicht eine Kamera zentral auf eine Person stellen, auf den Lehrenden und quasi das dort ausrichten, sondern dass, wenn ich Settings wechsle, wenn ich Gruppenarbeiten fokussiere, ist die Frage, auf welche Personen, wie werden welche Personen aufgezeichnet, wer ist sichtbar, wer ist hörbar, wie wird man miteinander gearbeitet. Und man sieht hier ganz schön an dem Beispiel derjenigen, die im virtuellen Raum dazugestaltet sind, bei diesem synchronen Lehr-Lern-Setting, dass die schon ihre Kameras ausgeschaltet haben. Also wir sehen, dass dort Technik noch einen Riesensprung bedarf, um eben auch diese synchrone Lehr-Lern-Formate mit einem Active Learning Approach umsetzen zu können. Und das stellt uns natürlich, wenn wir fragen, wie hybrid sind wir, wie hybrid wollen wir eigentlich sein, uns vor große Herausforderungen, wenn wir den Lernraum Campus und auch die Etablierung einer Kultur verändern wollen. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass es nicht darum geht, Informationen zu vermitteln. Wir sind nicht mehr der Ort an der Hochschule, das Nadelöhr, an dem Wissen, Informationen zur Verfügung gestellt wird, sondern dass es in hybriden Umgebungen darum geht, Zugang zu Lehr- und Lernprozessen anzubieten. Und das bedarf andere Orte, das war ganz spezielle Orte, in denen diese Interaktion überhaupt möglich ist. Und vor diesem Hintergrund müssen wir uns, wenn wir nochmal auf diese Innovationspyramide zurückgreifen, bei der Neukodierung von Lehrenden und Lehren genau darüber nachdenken, welches Selbstverständnis als Hochschule haben wir eigentlich bei unserer Lehr- und Lernkultur? Also geht es nur darum, Technologien zu integrieren, um hybrid zu sein? Oder bedarf es auch weiterhin die Verknüpfung, dass wir eine studierendenzentrierte Lehr-Lern-Kultur umsetzen wollen und damit auch ein Bewusstsein, welche Technik, welches Mobiliar wir umsetzen wollen, weil wir eben mit diesen Raumausstattungen über einen längeren Zeitraum hinweg dann auch eine Kultur fokussieren.
Und zum anderen, wenn wir nochmal auf individueller Ebene gucken, ist es auch ganz wichtig, nochmal nachzudenken, welche Selbstlernkompetenzen benötigen eigentlich unsere Studierenden, gerade an den Präsenzhochschulen, für diese hybriden Settings. Das heißt, sie sind in ganz anderen Herausforderungen gefordert. Sie brauchen da vielleicht noch viel mehr Unterstützung, um diese Selbstlernzeiten gut ausfüllen zu können. Also auch das sind Aspekte, die uns bei der Neukodierung von Lehren beschäftigen. Und das hat natürlich wahnsinnige Auswirkungen auf die Orte, die Auswahl der Orte und auch Berücksichtigung von Orten. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass es darum geht, dass wir, wenn wir nicht mehr nur über Modellräume sprechen, sondern über den gesamten Lernraum Hochschule, dass wir zu ganz anderen Konzepten, zu ganz anderen Raumstrukturen kommen. Und da müssen wir uns natürlich auch fragen, welche Raumangebote benötigen wir eigentlich dann auch, in welcher Anzahl und in welchem Umfang müssen diese angeboten werden, um auch einen offenen Zugang zu Lehr- und Lernprozessen gewährleisten zu können. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch mal gerade das Eingangsbild mitnehmen, nämlich das Zuhause von Studierenden. Und wir wissen aus Studien an Präsenzhochschulen zu Orten des Selbststudiums, dass das Zuhause eine ganz wichtige Lernumgebung ist. Wir wissen aber auch aus Studien von Online-Students, nämlich also Studierenden in Fernstudienlerngängen, Online-Lernangeboten oder auch berufsbegleitenden Präsenzangeboten in Blended-Learning-Formaten, dass die Lernumgebung ein ganz relevanter Ort ist für diese Studierenden. Und die Studie zu OnLive-Students, die wir Ende 2019, Anfang 2020, also kurz bevor die Pandemie richtig losschlug und quasi wir alle unsere Studierenden zu OnLive-Students wurden, nämlich im virtuellen Raum und der Verknüpfung von physischen und virtuellen Orten, hatten wir die Möglichkeit, dort auch nochmal genau zu fragen, was brauchen diese Studierenden, die in hybriden Settings sind, für Orte, welche Orte wählen sie aus und eignen sie an für ihre Lernhandlungen. Und das ist insofern ganz spannend, da diese Studierenden in den Selbstlernzeiten, die länger sind, die intensiver sind, eben nicht durch bestimmte Erwartungen, Normen oder Infrastrukturen der Hochschule geprägt sind, sondern sie können selber entscheiden, nicht nur, wie ist ihr Lernweg, welche ihre Lerngeschwindigkeit, sondern auch, welche Orte sie aussuchen. Und das Spannende ist, in der Vorstudie, in der qualitativen Vorstudie, haben sich zwei zentrale Lernhandlungen herauskristallisiert, die die Studierenden uns mitgeteilt haben. Nämlich, sie haben es auch selber formuliert, in Phasen des Einarbeitens, Recherche und Lesen sind sie eher passive Studierende, wo sie ja zu Hause im Sofa, Balkon, in der Küche oder vielleicht auch unterwegs kleine Lernhappen nehmen können, Sachen sich einlesen, verarbeiten, drüber sprechen. Und das, aber wenn es in die Phase des Ausarbeiten geht, nämlich wenn es komplexer wird, wenn es um Studienarbeiten geht, Hausarbeiten oder Prüfungen, sehen sie sich als aktive Lehrende, also das ist auch wirklich ein Zitat, und wo sie ganz andere Orte benötigen, nämlich sie brauchen auf einmal einen leistungsstarken Computer, vielleicht auch mit ein oder zwei großen Monitoren mit entsprechenden Möglichkeiten, um Notizen, Unterlagen durchführen zu können. Und deswegen ziehen sich dann an einen bestimmten Schreibtisch zurück oder nutzen diese OnLive-Students in dem Fall, also berufsbegleitende Studierende, auch mal den Arbeitsplatz, weil er bestimmte Infrastrukturen anbietet. Und wenn wir aber uns mal angucken, wir haben jetzt alle die Chance gehabt, in der Pandemie mal so hinter die Vorhänge bei unseren Studierenden in das Zuhause zu gucken, in welchen Situationen teilweise Studierende zu Hause lernen müssen, zeigt sich das, dass es nicht nur technische Ausstattung betrifft, also ob sie einen Laptop haben, der eine Kamera und eine entsprechende Mikrofonqualität anbietet, sondern eben auch die physischen Umgebungen. Das heißt, wir haben hier Umgebungen, wo sie teilweise 8 bis 10 Stunden sitzen, die nicht mal den regulären Arbeitsstättenrichtlinien entsprechen würden. Kein natürliches Licht, keine optimale Ausleuchtung der Arbeitsplätze. Zusammen haben mit in Küchenbereichen, die kombiniert lernen und nicht mit, mal mehr mit ergonomischen Material. Und das sind hier Fotos aus dem Sommersemester in einem Seminar, wo wir uns eben mit studentischen Arbeitsplätzen zu Hause beschäftigt haben und gefragt haben, wie geht es den Studierenden zu Hause und was benötigen sie? Und die Antwort war, dass viele von denen
auf den Campus müssen und möchten, weil sie gar nicht die Infrastrukturen zu Hause haben. Und da kommt auf einmal ein Thema, was uns vorher schon ansatzweise beschäftigt hat, nämlich wir brauchen mehr Orte für die Studierenden auch auf dem Campus, dass vielleicht Lernen auf dem Campus noch schwieriger wird in diesen hybriden Settings. Sie sehen hier ein Bild von der FU Berlin, das war noch in den Vor-Corona-Zeiten, wo auch schon mal auf den Fluren gesessen wurde, weil es nicht die passenden Lernangebote gibt. Und aber wir jetzt in hybriden Settings die Situation sich wahrscheinlich noch mal verschärfen wird. Stellen Sie sich vor, Studierende, die zwischen zwei Präsenzveranstaltungen ein Online-Modul haben, wo gehen die eigentlich hin? Wenn sie Glück haben, gibt es den Raum noch, in dem eigentlich ihre Veranstaltung geplant war. Wenn sie Pech haben, gehören sie zu einer Gruppe, die nicht in die Präsenzveranstaltung darf, weil das aus Kontaktbeschränkungen eingeschränkt wurde. Wo gehen die hin? Wo sind die? Das heißt, wir brauchen hier neue Orte, um auch wirklich einen freien und offenen Bildungszugang zu Wissen, zum Lernen, zur Bildung garantieren zu können. Und das hat riesige Auswirkungen auf die Orte auf dem Campus. Und das ist das, was wir in den Hochschulen sehen, die schon viel weiter sind, die eben nicht nur über die Modellräume sprechen, sondern den Campus als Ganzes betrachtet haben. Und hier nochmal ein Beispiel aus Umeå, also hoch oben im Norden von Schweden, sehen wir hier auf der kurzen Strecke von, sagen wir mal, knapp 15 Meter, wie viele verschiedene Angebote es eigentlich geben muss, welche Lernaktivitäten auf dem Campus stattfinden. Also vom Alleinearbeiten, zurückgezogen in einem Sessel, um sich abzuschotten, von Gruppenarbeitsplätzen, die zusammen genutzt werden, um sich austauschen zu können, von Gruppenarbeitsplätzen, die mit bestimmten Monitoren verknüpft sind, also Medien, die zur Verfügung stehen, oder eben auch, wie man es ganz hinten sieht, auch ein geschlossener Raum, der von Gruppen mit gebucht werden kann. Und da sehen wir, warum wird eigentlich der Campus genutzt. Das können zum einen natürlich, wie wir es gesehen haben aus den Beispielen, dass ich gar nicht die Infrastrukturen zu Hause habe. Aber es ist eben auch ganz wichtig, dass dieser Anteil an Interaktion ein ganz wichtiger Punkt ist. Hier mal Beispiel aus einer Studie von 2016 zum Lernort Campus, wo wir Studierende gefragt haben, warum kommst du eigentlich an die Hochschule? Und die meiste Antwort ist eigentlich, weil ich hier meine Kommilitonen treffen kann. Und gleich die nächste, weil ich Gruppenarbeitsplätze nutzen kann. Also auch das Thema Gruppenarbeiten ist zu Hause gar nicht machbar, gar nicht denkbar. Und es braucht Orte, wenn wir das auch in Lernkonzepte, in bestimmte Lernformate integrieren möchten. Und darauf aufbauend haben wir noch bei der Studie von OnLive Students, also wie Studierende in berufsbegleitenden Präsenzstudien mit Blended Learning Formaten oder auch im Fernstudium, welche Relevanz die Interaktion diese OnLive Students mit Peers, also mit ihren Kommilitoninnen haben oder auch mit Lernenden, sehen wir hier eine schöne Differenzierung, nämlich die, die sich ganz bewusst für ein berufsbegleitendes Präsenzstudium, was in bestimmten Sequenzen, Blockveranstaltungen vor Ort auf dem Campus ermöglicht, dass diese einen viel höheren Bedarf an der Interaktion mit Kommilitonen haben als Studierende, die sich ganz bewusst für ein Online-Studium entschieden haben. Also hier sehen wir auch, dass nicht nur die Infrastrukturen zu Hause relevant sind oder die Lernformate, dass wir neue Orte auf dem Campus brauchen, sondern dass es auch unterschiedliche Bedürfnisse gibt von Studierenden, wie wichtig Interaktion für sie wichtig ist, um Studierendenerfolg, um erfolgreich studieren zu können, um erfolgreich lernen zu können. Und dass wir hier auch unterscheiden müssen, welches Selbstverständnis wir als Hochschule noch haben. Das führt uns nämlich zu einer zweiten Herausforderung, wenn wir über die Neukodierung von Orten sprechen und wie hybrid sind wir, hybrid wollen wir sein. Was unterscheidet uns eigentlich noch eine Präsenzhochschule von einer Online-Hochschule? Wir können das zahlenmäßig ausdrücken, dass ein Präsenzanteil, also die zeitgleiche Vermittlung von Lehrinhalten, egal ob es im physischen oder virtuellen Raum erfolgt, wenn es unter 50% ist, dann ist es halt ein Fernstudienprogramm, ansonsten wäre es ein Blended Learning Format. Aber die Frage ist wirklich, welches Selbstverständnis haben wir dann als Präsenzhochschule noch? Wo ist dort die Klammer oder machen wir das an Zahlen abhängig oder eben auch an den Orten, die wir anbieten in hybriden Settings, nämlich Orte, die ja auch Quality of Time darstellen, nämlich der Interaktion miteinander. Das heißt, als Neukodierung von Orten brauchen wir ein Bewusstsein von den Hochschulen bei der Verknüpfung von Orten, bei der Auswahl von Orten und natürlich dann auch mit den sozialen Handlungsräumen, die wir anbieten wollen, den sozialen Praktiken, die wir vorsehen, die wir intendieren bei unserer Lehr-Lern-Kultur.
Und nochmal auf auch einer sehr individuellen Perspektive geht es eben auch daran, wirklich ganz dezidiert uns nochmal klar zu werden, was haben Nutzerinnen eigentlich für Anforderungen? Und genau diese Anforderungen müssen wir auch mit integrieren. Wenn Sie an die ersten Beispiele auch mitdenken von Online Spaces zum Bereich Shopping, geht es auch um User Experience, in dem Fall vielleicht Student Learning Experiences, die wir berücksichtigen müssen, an die wir integrieren müssen. Das heißt, wir können nicht immer nur aus unserer Perspektive als Organisation, als Lehrende, als Forschende sprechen, sondern wir brauchen diese Rückmeldung von den Studierenden. Wir müssen uns ganz klar sein, wo sie sind, welche Orte sie auswählen, warum und welche Chancen und Herausforderungen damit einhergehen. Und das führt uns nochmal zu dem dritten Baustein, den wir neu kodieren müssen, nämlich das Lernen. Und ich spreche hier gar nicht vom Lernen im Sinne der Gestaltung von hybriden Lehr-Lernformaten, sondern vom Lernen als Organisation, als Hochschule. Was wir als These, steile These mal aufstellen können, ist, dass wir trotz zunehmender virtueller Lernformate, dass das nicht zu einer Reduzierung von physischen Raumbedarfen führen wird. Und das sind die Beispiele, die ich Ihnen gezeigt habe, weil eben nicht alle zu Hause lernen können, weil die Sequenzierung von Lehr-Lernangeboten auf dem Campus nicht so organisiert werden kann, dass wir Räume zurückbauen werden. Aber wir müssen diese umwidmen, neuen Nutzungen zuführen. Und das führt natürlich zum neuen Druck, zu Mehrfachnutzungskonzepten für bauliche Infrastrukturen und auch zu einer viel komplexeren Organisation von Raumbedarfen. Also wir haben hier nicht nur die Lehrenden, die eine Lehrveranstaltung planen, umsetzen wollen, sondern auch die Studierenden, die auf verschiedenen Ebenen ihre physischen und virtuellen Orte miteinander verknüpfen müssen. Und was wir dort sehen, schon in der Praxis und auch in der Forschung, sehen wir, dass mit dem auch gerade dem Bezug, mal Modellräume zu entwickeln, wie könnte hybride Lehr-Lernformat, Lern-Lern-Umgebungen aussehen, wie könnten diese umgestaltet werden, reden wir mal von Lernraumgestaltung, also den Modellräume, vielleicht nach dem PST-Framework, Pedagogy, Space and Technology zu integrieren. Und was wir dort sehen, ist in den letzten Jahren, dass wenn wir uns mal den Würfel hier als den bestehenden Campusraum vorstellen, dass es dann auf einmal mehr Bedarfe an Flächen gibt, an parallelen Raumstrukturen, wenn vielleicht auch noch der E-Campus entwickelt wird, um innovative Lernraumgestaltungskonzepte, Hybride der Lernformate umzusetzen. Und so wie uns die Pandemie aktuell beschäftigt, ist das nächste große Thema, was wahrscheinlich auf uns wartet, oder es wartet gar nicht auf uns, aber es ist schon da, aber was uns arg beschäftigen wird, ist natürlich auch der Klimawandel. Das heißt, wir können nicht einfach weiter Flächen versiegeln, Campusanlagen immer größer wachsen lassen. Das heißt, wir müssen diesen Mehrbedarf eben nicht an Flächen und parallelen Raumstrukturen umsetzen, sondern wir brauchen einen Mehrbedarf an innovativen und nachhaltigen Lösungen bei der Lernraumorganisation. Das heißt, wenn wir neue Umgebungen umsetzen wollen, dann müssen wir uns vielleicht auch im Klaren sein, dass wir vielleicht andere Gewohnheiten, Orte aufgeben. Und zwar ganz bewusst aufgeben. Und das ist wahrscheinlich auch ein schmerzhafter Prozess. Aber wir brauchen diese Spielräume, diese Spielflächen, um Platz für Neues zu schaffen. Und ich glaube, dieses Bild ist ganz wichtig, zu überlegen, auf welche Bausteine können wir zurücknehmen und die durch andere ersetzen. Und das bedarf natürlich auch ganz anderes Lernen in der Organisation, dieses umzusetzen. Und das heißt, wir sehen hier diesen Shift von Lernraumgestaltung hin zu einem Thema Lernraumorganisation, wenn wir über den gesamten Lernraum Hochschule sprechen, auch in der Kombination von neuen Orten. Und was wir an Hochschulen sehen, die schon lange unterwegs sind mit hybriden Lernformaten, dass sie eben zum einen bestehende Funktionsflächen, Mehrfachnutzungen durchführen, also Flure, die gleichzeitig Orte sind für informelle Lernen, die Orte schaffen für Studierende, dass die eben nicht nur anreisen, die Lehrveranstaltung reingehen und wieder verschwinden, sondern auch Teil und nicht nur Gast oder Besucher, sondern auch wirklich eine Heimat finden auf dem Campus. Und dass Lehr-Lern-Umgebungen auch eine Mehrfachnutzung ermöglichen, dass Seminarräume so ausgestattet sind, dass es in ihnen auch Spaß macht, sich mit der Gruppe zu treffen, nachzuarbeiten. Oder umgekehrt eben auch, dass vielleicht informelle Spaces dann auch für Lehrveranstaltungen genutzt werden können. Also man sieht mal hier ein umgedrehtes Setting in Umeo, in einem der großen informellen Lernumgebungen, wo dann auch mal eine Lehrveranstaltung stattfindet, wenn woanders vielleicht gar kein Raum mehr ist. Und das bedeutet natürlich auch, wenn wir über Lernraumorganisation sprechen, dass wir
eine ganz andere Transparenz von Raumnutzung brauchen, wenn es ums Lernen geht. Und hier ein Beispiel mal, dass in Umeå jeder Raum einen eigenen QR-Code hat, den ich einscannen kann, wo ich aktuell sehe, sind Veranstaltungen eingebucht, kann ich mich vielleicht auch selber einbuchen. Also ich habe auch als Studierender die Chance, mit meiner Gruppe einen Raum zu buchen und nicht nur ausgewiesene Gruppen- oder Projekträume, sondern auch Seminarräume. Warum nicht? Und das ist quasi dieses Management, diese Lernraumorganisation, die wir leisten müssen. Und natürlich ist auch die Frage, brauchen wir nicht auch mehr Transparenz bei der Raumnutzung von Arbeitsumgebungen, wenn wir uns vorstellen, dass nicht nur die Studierenden in hybriden Settings sind, sondern auch wir als Lehrende, als Forschende, brauchen wir noch einen Einzelbüroplatz, der vielleicht 1 bis 2 Mal die Woche besetzt ist, ansonsten leer steht, können wir diese Fläche nicht optimaler nutzen und dann haben wir auf einmal Freiräume, die wir für Platz für Studierende, für neue Aktivitäten, neue Nutzungsszenarien umsetzen können. Und das schließt quasi hier nochmal den Kreis, welche Herausforderungen hat es, wenn wir darüber sprechen, wie hybrid sind wir, wie hybrid wollen wir sein, dass wir nochmal an diese Kurve der Innovationsdiffusion kommen von Rogers und diesem Erdbeben oder diesen Impulsen, denen wir gerade ausgesetzt sind durch die Corona-Pandemie, dass wir uns bei der Neukodierung von Lernen im Klar sein müssen, dass wenn wir über modellhafte Innovation sprechen, wir diesen Aspekt vom Teaching to Learning berücksichtigen müssen und umsetzen müssen. Dass aber wenn wir in diesen großmaßstäbliche Umsetzung eines innovativen Lernraums der Hochschule als komplexer Kosmos, der gestaltet werden muss, können wir eben nicht nur über die Lernraumgestaltung sprechen, sondern wir müssen das als Lernraumorganisation verstehen und damit dann natürlich auch passende Strukturen, Organisationsprozesse, eine andere Zusammenarbeit in der Verwaltung, wo vielleicht nicht zwischen Bauabteilungen und IT-Abteilungen unterschieden wird und dann auch vielleicht das didaktische Lehr-Lernzentrum, sondern dass die Silos aufgebrochen werden müssen, um ein Selbstverständnis von Hochschule auch als lernende Organisation. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir darüber sprechen, wie hybrid wollen wir sein, wie hybrid werden wir sein, dass wir uns als eine Organisation verstehen, die auch lernt, dass wir ausprobieren können, dass wir uns als Experimentierfeld sehen. Und das ist auch dieser Impuls, den wir mitnehmen können. Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir müssen die Chance haben, weiterzuarbeiten und uns zu verändern. Und das bedarf aber eben auch das Co-Commitment von allen Hochschulakteurinnen. Es bedarf nicht nur darum, kreativ zu sein und zu überlegen, was wäre schön, sondern man muss sich auch im Klaren sein, dass es eben nicht nur darum geht, innovativ zu sein, sondern eben auch nachhaltig, gerade weil es um Flächen geht, um Räume, die wir besetzen, wo wir Ressourcen verbrauchen, die ganz wichtig sind und die ganz relevant sind. Und von daher brauchen wir dort eine ganz andere Perspektive und auch ein Zugeständnis von allen, die sich an Beteiligungsprozessen mit involviert sind, dass das auch zu Einschnitten kommen kann, dass es nicht immer ein Mehr sein kann. Und das führt mich auch nochmal dazu, das ist mir auch an der Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir, wenn wir über die Neukodierung von Lehren, Lernen und Orten sprechen, immer 2 Innovationsbereiche betrachten müssen, nämlich technische und soziale Innovationen und dass die technischen momentan ein Treiber sind, die schnell vorweg wandern, die unheimlich schnell sind, unheimlich hohe Innovationszyklen haben. Aber wenn wir uns mal angucken, in den letzten Jahren Technologie immer als Treiber, was das für uns im Bildungsbereich bedeutet, dass da quasi so eine Art Social Pain entsteht, dass wir gar nicht hinterherkommen, dass wir noch gar nicht die sozialen Praktiken haben, um zu verstehen, was können wir mit den Technologien machen. Und das wirft auch nochmal die Frage immer nach, darauf immer zu hinterfragen, warum machen wir das, warum integrieren wir bestimmte Technologien und welche Implikationen hat das dann auf unsere sozialen Interaktionsräume, die wir miteinander gestalten müssen. Und vor dem Hintergrund ist die Frage, wie hybrid sind wir, wie hybrid wollen wir sein, gar kein Bild, wo es ein links und rechts und positiv und negativ sieht, wie man es hier vielleicht an der Audi Library in Helsinki sieht, also hier analoge Medien mit der Zeitung in der Hand und hier die jüngere Generation schon mit einem ganz anderen Medium unterwegs. Also dass es dieses Schwarz-Weiß-Denken gar nicht gibt, sondern dass wir mit der Perspektive von Online Spaces
eine Komplexität erreichen, die viele Fragen aufwirft, für die wir gar keine Antworten jetzt haben, was es natürlich spannend macht aus Forschungsperspektive, aus dem, wie wir uns entwickeln können, auch als Lehrende, Lehr-Lern-Perspektive, ein unheimlich weites Feld ist, in dem wir uns ja in den nächsten Monaten, Wochen und auch Jahren beschäftigen werden. Insofern ist es umso wichtiger, sich zu vernetzen, auszutauschen, und von daher finde ich das eine super Gelegenheit, heute hier an der Donau-Universität Krems, hier an dem Ort, in diesem Setting, auch in diesem hybriden Setting, nochmal zu sprechen. Und ich bin gespannt, was dann im Chat für Fragen gekommen sind, dass wir hier diskutieren können. Dann vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Ninnemann. Damit kommen wir zu unserer Podiumsdiskussion, und ich darf die beiden weiteren Teilnehmerinnen auf die Bühne bitten, Frau Rahme und Frau Meier. Und ja, sowohl das Publikum vor Ort als auch die Teilnehmerinnen, die via Online-Session, via YouTube dabei sind, darf ich aufrufen, Ihre Fragen zu stellen. Wir haben hier vor Ort ein Mikro, das wir rund geben können, und wo Sie Ihre Fragen stellen können. Und gleichzeitig über den YouTube-Chat würde ich Sie bitten, dass Sie Ihre Fragen stellen. Ja, und bevor wir die Runde beginnen, würde ich Sie bitten, dass Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen. Frau Rahme, bitte sehr. Muss ich mich bloß einschalten? Nein, geht so. Okay, geht so. Gut, danke schön. Danke für die Einladung, Ursula Rahme. Ich bin Soziologin an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Mein Schwerpunkt ist eigentlich Organisationssoziologie. Dazu gehört aber auch lernende Organisation. Danke, dass dieser Begriff heute hier auch gefallen ist. Und seit dem ersten Lockdown beschäftige ich mich so mit diesem Gedanken, der soziale Verlust, wenn wir nicht am Campus sind, was bedeutet das für Studierende, aber auch vielleicht für uns Lehrende? Vielen Dank, Frau Meier. Ja, mein Name ist Andrea Meier und ich bin Mitarbeiterin am Zentrum für Hochschuldidaktik der FH Campus 02, und wir haben uns insbesondere mit der hybriden Lehre dann auseinandergesetzt nach dem Sommersemester 2020, was ja vollständig online stattgefunden hat. Und wir haben eine große Umfrage gemacht, in der es dann einfach wirklich herauskam, dass auch, was Sie angesprochen haben, Frau Ninnemann, dass die Leute wollen zurück zum Campus, die Studierenden wollen ihre Kommilitoninnen sehen, die haben nicht die Ruhe zu Hause. Und dann haben wir eben angefangen, bei uns die ganze Hochschule umzurüsten, in dem Sinne, dass hybride Möglichkeiten, synchrone hybride Möglichkeiten, muss ich jetzt gleich dazu sagen, dort möglich sind. Das war unser Schwerpunkt da, genau. Gut. Da es noch keine Fragen aus dem Publikum gibt, würde ich sagen, wir schließen da gleich an. Sie beide haben Umfragen, Befragungen gestellt unter den Studierenden. Was sind als wesentliche Nachteile herausgekommen der hybriden Lehre? Sie haben gesagt, eigentlich waren die Studierenden sehr glücklich, dass sie wieder am Campus zurückgekommen sind. Ja, wie bereits erwähnt, gab es natürlich die Rückmeldungen, sie finden keine Ruhe zu Hause in ihren eigenen Räumen. Sie müssen teilweise wirklich in der Küche arbeiten oder Ähnliches, was wir auch gesehen haben. Diese Probleme sind natürlich aufgetreten. Und auf der anderen Seite eben auch einfach der Kontakt zwischen den, also Kommilitoninnen, also einfach der Kontakt zu den Kommilitoninnen, zu den Lehrenden, war immer wieder ein Punkt, der angesprochen wurde und der denen sehr gefehlt hat. Einfach, das wollten sie wieder, sie wollten es in irgendeiner Art und Weise wieder haben, wieder zurückkommen dazu, genau. Mhm. Frau Rahme, soziale Präsenz, das Gefühl der Anwesenheit. Ja. Das ist ein Thema, mit dem Sie sich sehr intensiv beschäftigen. Können wir das in hybriden Settings überhaupt abfedern? Ist es überhaupt möglich, dass man diese soziale Präsenz virtuell so ausleben kann wie in Präsenz? Keine einfache Frage. Ganz spontan würde ich jetzt sagen, nein. Also wir können diese soziale Präsenz, wie beide Kolleginnen auch gesagt haben, die Studierenden brauchen das. Ja. Studieren ist einfach mehr als ECTS-Punkte erwerben. Ja. Studierende wollen den Austausch miteinander. Ja. Auch auf Ihrer Folie haben wir es gesehen. Was sind die zwei wichtigsten Punkte? Diese Interaktion. Ja. Also Studierende sehen ihren Campus als
Sozialraum, ja, als einen Raum, wo auch Netzwerkinfrastruktur da ist, wo sie sich vor der Lehrveranstaltung, nach der Lehrveranstaltung, das müssen jetzt gar nicht die besten Freunde sein, ja, aber so auch diese Weak-Ties, einfach miteinander sprechen. Hast du schon gelernt? Hast du diese Übung schon gemacht? Hast du das schon abgegeben? Hast du einen Kaffee getrunken? Hast du über das und das nachgedacht? Hast du das gelesen? Und wenn das fehlt, also wir haben Rückmeldungen bekommen, dass Studierende gesagt haben, ja, ich habe ja keine Motivation dann, ja, wenn ich gar nicht höre, ach, ich habe das, der andere hat schon gemacht und der hat schon angefangen, ja, dann kriege ich die Motivation, ich muss auch etwas tun. Und was doch auch so ganz wichtig ist, auch dieser Austausch, diese Auseinandersetzung, auch im Kontext von den Lehrinhalten auch mit den anderen. Ja, nicht nur mit Studierenden, sondern auch mit uns Lehrenden natürlich. Gut, Stefan. Eins. Ja, Dankeschön. Eigentlich die Punkte aufgreifend, die eben schon angesprochen wurden. Danke für aus meiner Sicht das Aufmachen dieses Hybridbegriffs ein bisschen. Also eine Wahrnehmung, die ich habe, sei es jetzt im österreichischen Diskurs oder breiter, kann ich schwer einschätzen, ist, dass dieser Hybridbegriff gerade sehr stark geprägt wird auf das synchrone Setting, wo eine Gruppe präsent ist, eine Gruppe online dabei ist, die uns irrsinnig in meiner Wahrnehmung fordert bis einschränkt in den Möglichkeiten der sozialen Interaktion. Und ich fand dagegen Schluss die OECD-Grafik sehr bezeichnend, die sie hatten, wo gut sichtbar wird. Die Technologie hat jetzt wieder einen Sprung gemacht und uns fehlen die sozialen Praktiken. Und die Frage wäre, ob sie Ideen haben, Konzepte haben, wie wir gerade in diesem Setting, wenn wir hybrid jetzt breit denken, ja, und das quasi alle Settings sind, wo Telepräsenz mit physischer Präsenz zusammenkommt, wie wir soziale Praktiken, die uns vielleicht verloren gegangen sind, wieder ins Leben holen können, ja, oder die in diesen klassischen Settings möglich waren, die dort nicht mehr möglich sind, ins Leben holen können, oder was so neue Möglichkeiten sein könnten. Also Ideen habe ich da ganz viele, aber ich glaube, es wäre wirklich, wirklich eine Neukodierung. Deswegen spreche ich auch von Neukodierung. Das wäre Evolution oder vielleicht auch Revolution, dass nämlich die Sichtweise, was ist der Campus? Ich finde das, was Sie auch eben gerade gesagt haben, der soziale Raum. Und wenn wir mal gucken, wie wir jetzt Infrastrukturen planen, ist das ganz technokratisch organisiert. Wir haben so viele Studierende, wir haben so viele Lehrende, da gibt es die und die Module und welche Flächenangebote brauchen wir. Aber es geht eigentlich darum, warum komme ich denn noch auf den Campus? Also wir als Präsenzhochschule, ich war neulich auf einer Veranstaltung, da hieß es Think Big or They Never Come Back. Also warum gehe ich noch, warum stehe ich auch morgens, gehe um 8 hier auf den Campus? Das heißt, ich brauche eine Umgebung, die mich motiviert, die mich anspricht. Und da brauchen wir ein anderes Setting bei der Planung. Also wir brauchen mehr diese sozialen Orte. Und die Frage ist, ist es wichtig, diese formellen Räume anzubieten oder müssten wir da nicht ein anderes Verhältnis haben? Müsste es eigentlich nicht mehr informelle Orte geben? Also wenn wir mal gucken in Wien an den neuen Campus der Wirtschaftsuniversität Wien, die haben 25.000 Studierende und es gibt allein 3.500 Lernarbeitsplätze für Studierende. Das ist ein Verhältnis, das habe ich bisher an keiner anderen Hochschule gesehen. Das ist vielleicht der Anfang. Und eigentlich müsste sich das umkehren. Es gibt vielleicht, sage ich mal, 3-4 Seminarräume, so wie es jetzt 3-4 informelle Lernangebote gibt und der Rest sind die Orte, wo wir uns treffen. Also dieses Quality of Time, das, was wir vielleicht im Privaten kennen, ist auch wichtig beim Lernen, weil Lernen ist ein sozialer Prozess und eben nichts bürokratisch-technokratisches durchführen. Und das würde aber quasi eine Revolution von der Sichtweise auf Bauabteilung, Organisation von IT und auch Selbstverständnis, welche Räume wir anbieten, natürlich darstellen. Die Frage ist, wie würden wir diesen Shift schaffen in unseren Riesentankern, die wir haben mit allen Strukturen. Also von daher gibt es viele Ideen und Wünsche. Die Frage ist, wie kriegt man das angestoßen? Danke. Frau Rami möchte ergänzen. Darf ich da hier nachhaken? Also
danke für den spannenden und interessanten Vortrag. Ich habe mir immer gedacht, ja, genau, das müssen wir machen. Ja, wie sage ich das jetzt unserem Rektorat, dass sie das alles machen sollten, dass sie das umsetzen sollten? Ja. Ich hatte dann zu Beginn so das Problem mit dem Wort Neukodierung. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, meinen Sie so damit dieses Umdenken, also wie Sie auch den Begriff Kultur verwendet haben, würde ich als Soziologin vielleicht auch verwenden. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe so das Gefühl, wir hatten den 11. März, zumindest bei uns in Österreich, Lockdown. Alle Unis zu, alles zu Hause. Ja, also wir sind sozusagen, ich verwende jetzt eine Metapher, wir sind in das kalte Wasser geworfen worden. Wir sind alle geschwommen, aber ich habe so das Gefühl, nur die wenigsten haben neue Schwimmtechniken, um in dieser Metapher zu bleiben, Schwimmtechniken entwickelt. Wie schaffen wir das wirklich? Ich nehme mich da ja selber nicht heraus, dass ich nicht die besten Schwimmtechniken entwickelt habe. Ich meine, wir sind an der Universität für Weiterbildung, vielleicht brauchen wir unterschiedlichste Weiterbildungsangebote. Ich habe jetzt selber immer darüber nachgedacht, aber ich habe die greifende Idee, was wir wirklich brauchen für diese Neukodierungen, noch nicht. Was gibt es dafür? Gibt es da Überlegungen Ihrerseits? Sie meinen die Neukodierung aus der lehrenden Perspektive? Ich glaube sogar aus allen Perspektiven herauf, weil auch Studierende immer zu mir gesagt haben, zumindest im ersten Semester, ach, ich hätte auch Zoom verwenden können und mich mit meinen Kommilitoninnen treffen und so weiter. Ja? Mhm. Also sie sind ja gar nicht auf diesen Gedanken auch gekommen, dass diese Dinge möglich sind. Mhm. Ja? Und wie Sie es auch auf der Folie gehabt haben, ja, Technik ist uns immer irgendwie einen Schritt voraus. Wir versuchen, uns der Technik anzupassen oder irgendwie das in unser Umfeld hineinzubringen. Aber wie würden wir dieses Neukodieren jetzt wirklich schaffen? Wie würde ich jetzt meine Schwimmtechniken oder dass ich auch im Rektorat sagen kann, bitte eignet euch diese Schwimmtechnik an, dass wir den Lernraum, dass wir das verändern? Ja, also da könnte man nochmal auf diese Diffusionskurve von Innovationen zurückgreifen von Rogers. Also es braucht Beispiele, es braucht Modelle. Von daher ist der Anfang, den wir hatten mit modellhaften Räumen, modellhaften Szenarien, didaktischen Szenarien, Ideen, ganz wichtig. Also es braucht diese Innovatoren, die sichtbar sind und ich glaube, sie müssen einfach auch sichtbar sein. Also deswegen, ich wünsche mir zum Beispiel bei uns an der HTW Berlin mehr Orte, wo diese Innovatoren sichtbar sind, wo dann Kollegen um die Ecke gucken und sagen, was passiert denn da in dem Raum? Der sieht ja ganz anders aus. Kann ich da auch mal rein? Erzähl doch mal. Und dann braucht es aber auch diesen sozialen Raum für uns als Lehrende, sich austauschen zu können oder so eine Netzwerkveranstaltung. Es braucht diese Best Practices, den Austausch. Ich glaube, dass das dieses Thema Wissenstransfer, Austausch, da kommen wir nicht drum rum und da hilft auch kein Handblatt, wie mache ich gute Lehre, sondern muss quasi automatisch mit integriert sein. Ich weiß nicht, wie es, also in Deutschland haben wir in vielen Hochschulen während des Lockdowns, auf einmal waren die didaktischen Zentren wurden viel größer, weil sie noch quasi Kurzveranstaltungen, Moodle-Veranstaltungen angeboten haben. Wie können wir euch helfen? Wie könnt ihr besser werden? Wie quasi als Ideengeber auch? Und das muss quasi weitergeführt werden. Das darf jetzt nicht einschlafen. Also wir dürfen nicht wieder zurückkommen und sagen so, endlich ist alles wieder so und wir ziehen uns zurück, sondern was können wir mitnehmen? Und da muss dieser Impuls weitergeführt werden. Aber es ist eine gute Frage. Wie führt man den weiter? Und es lebt über die handelnden Personen. Ich glaube, es braucht die dort brauchen, aber mehr Stimme und auch mehr Räume und mehr Platz. Und die finden aber momentan nicht die Räume und haben nicht den Platz und diese Orte. Und ich glaube, wenn da so ein Anfang gesetzt würde, dann würde da eine Welle losgehen. Und das habe ich auch das sieht man ja in Schweden und Skandinavien, also wie quasi das selbstverständlich sein, Sachen, die wir noch diskutieren und dann über Brandschutz vielleicht reden, das geht dort. Und quasi dieser Weg ist noch nicht so frei. Und warum? Gute Frage. Gut. Die nächste Frage möchte ich gerne aus dem Online-Streaming stellen. Und dann haben wir wiederum eine in Präsenz. Also wir machen das so schön der Reihe nach. Das Spannende bei Online, weiß ja vorher schon, wie die Frage lautet.
Vielen Dank, Frau Ninnemann, für den inspirierenden Vortrag. Ich kann davon viele Ideen mitnehmen, schreibt Frau Eva Katzko von der Universität Innsbruck. Und Ihre Frage zielt ganz gezielt auf die Inklusion, und zwar: Wie können Studierende in hybriden Settings eingebunden werden, die sich keine entsprechende Infrastruktur, also eigenes Zimmer, eigenen ruhigen Lernort, Breitband-Internetverbindung leisten können? Und Studierende, die Behinderungen haben, die die Campus-Infrastruktur benötigen und die aus ethnischen Minderheiten kommen und ansonsten auch Schwierigkeiten haben, Anschlusspunkte zu finden. Ich würde mit Ihnen beginnen und vielleicht dann auch ergänzen. Genau, also das hatte ich auch versucht schon mit reinzubringen, dass wir wirklich einen freien, offenen Bildungszugang gewähren müssen. Und das hat auch was mit den Orten, die wir anbieten, ganz stark zu tun. Natürlich auch mit den Settings, die wir anbieten. Also bei allen hybriden Settings, Integration von Technologien, müssen wir auf die verschiedenen Bedürfnisse auch Rücksicht nehmen. Von daher ist es ein ganz wichtiger Punkt. Und das gehört auch mit zu einem Verständnis von Lehr-Lernkultur, diese Heterogenität zuzulassen, mitzunehmen und auch mit als Chance zu begreifen. Und das ist natürlich, aber es ist ein Riesenfeld, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt da ansetzen könnte. Das wäre quasi nochmal eine eigene Veranstaltung, die man da auf jeden Fall mit dranhängen könnte. Aber ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass wirklich, dass es mit dem Bewusstsein auch mit verankert ist. Und dass es, und dann ist, glaube ich, schon eine Menge getan. Also wenn wir uns einfach über bestimmte Sachen bewusst sind, wenn wir da quasi immer unsere Seite haben und sagen, diese Punkte gehören mit dazu, auch eben Integration, freier, offener Bildungszugang, dann haben wir vielleicht schon wieder andere Perspektiven auf nicht nur Technologie, ne, sondern dann sind wir bei dem Thema soziale Innovation und diesen Entwicklungen von Praktiken. Mhm. Frau Mayer, wurde das schon thematisiert am Campus 02, diese Problematik? Natürlich ist das immer wieder auch aufgekommen, auch in den Rückmeldungen verschiedenster Art, dass eben diese Ungleichheiten entstehen durch verschiedene technische Ausrüstungen bei den Studierenden, teilweise auch bei den Lehrenden, wenn diese zu Hause gewesen sind. Eine einheitliche Lösung haben wir dafür in dem Moment nicht gefunden. Mhm. Ich glaube, das, was Sie auch angesprochen haben, ein Angebot zu haben, vor Ort vielleicht Sachen zu nutzen, man hat das ja schön gesehen, diese mobilen Whiteboards oder solche Sachen einfach wirklich größer anzubieten. Natürlich das auch immer unter der Möglichkeit, dass man überhaupt vor Ort sein kann. Aber sowas könnte natürlich da auch Barrieren abbauen in dem Moment. Genau, aber das ist natürlich einer der größeren Punkte gewesen, die auch in der Kritik gewesen sind, weswegen auch Studierende wieder zurückkommen wollten. Natürlich, weil seitentechnisch läuft das bei mir so auch zu Hause nicht besonders gut. Ja. Gut. Ergänzungen? Als Soziologin oder bei unserem Institut für Soziologie haben wir natürlich dieses Thema Inklusion, Exklusion, und ich versuche jetzt auch gerade mit einer Kollegin, mit der Bianca Brittl, genau dieses Thema aufzugreifen. Wir haben viele Interviews von Studierenden, wo wir in dieses Thema hineingehen wollen. Ich habe aber noch keine Ergebnisse, also wir sind mittendrin. Möchte aber vielleicht doch noch sagen, also ich habe es ja bei Ihrem Bild so schön gesehen, also hybrid, ja, wir haben, ich finde das ganze Thema hybrid oder überhaupt online, wir haben dadurch mehr Flexibilität. Also wir schaffen es jetzt, dass auch zum Beispiel Studierende mit besonderen Bedürfnissen nicht an den Campus kommen müssen, sondern dass sie sich dazuschalten können. Ich persönlich habe dann das Problem, dass ich diese Person vergesse, ja, weil sie hinter mir am Bildschirm ist oder weil ich das Publikum sehe und genau diese Person nicht sehe. Mir geht es leider so, ich weiß noch nicht, wie ich es anders schaffe. Ich muss immer bewusst dran denken oder wenn ich mich dann umdrehe und die Kamera sehe, ah, da ist ja noch wer. Also es muss auch mit meiner Neukodierung was passieren. Ja, oder es braucht Technologien. Also genau mit dem Punkt wollen wir uns zum Beispiel jetzt mit einem Projekt an der HTW Berlin beschäftigen, wie quasi so eine Inklusion auch möglich ist mit Technik. Also das heißt, es braucht vielleicht ganz andere Medientechnologien, die wir nutzen können, wo Personen eben nicht nur am Bildschirm zu sehen sind, sondern vielleicht auch fahrbar im Raum und damit Sichtbarkeit und auch eine physische Präsenz bekommen und eben nicht quasi an der Wand hängen. Wir hängen ja sonst auch nicht an der Wand, sondern sind untereinander. Also dort, glaube ich, kann uns wieder Technologie helfen. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Wechselspiel zwischen technischen und sozialen Innovationen. Aber
genau, da müssen wir, glaube ich, mehr experimentieren und noch Beispiele haben. Wir könnten es ja wie Upper machen, oder? Die Avatare. Ja, es gibt ja einen Telepräsenzroboter an der Donau-Universität Krems, oder? Bitte, die nächste Frage aus dem Publikum. Ja, guten Tag, Tobias Ley, Donau-Uni Krems. Ich war vor 15 Jahren Mitglied beim FNMEA, also sehr schön, wieder da zu sein. Aber ich wollte ein bisschen anknüpfen an die Best Practices, an die guten Ideen, die wir da haben für Hybrid-Settings. Und ich habe da gar keine Zweifel, dass wir alle sehr gute Ideen haben und Erfahrungen gesammelt und so weiter. Mir geht es ein bisschen mehr darum, wie können wir als Gesellschaft sozusagen ein bisschen besser, systematischer diese ganzen Erfahrungen sammeln, validieren und dann auch umsetzen, sodass nicht jede einzelne Person sozusagen zum Rektor rennt und sagt, hier machen wir doch das so und so. Also wie schaffen wir das? Und das ist ja nicht so ganz trivial, weil da muss ja sozusagen pädagogisch-didaktisches Gestaltungswissen mit räumlichem Gestaltungswissen, mit technischem Gestaltungswissen irgendwie zusammenkommen. Und meine Idee oder Vorstellung ist, alle diese Disziplinen haben ja in irgendeiner Form Gestaltungsmuster sozusagen, mit Gestaltungsmustern gearbeitet in der Vergangenheit. Können wir nicht so eine Bibliothek von Gestaltungsmustern entwickeln für hybride Lernsettings, die wir dann quasi gemeinsam sammeln, validieren, zur Verfügung stellen, ja, und dann sozusagen unser Erfahrungswissen damit irgendwie besser dokumentieren. Ist das nicht ein Ansatz, der möglich ist? Also so nochmal zur Nachfrage, so etwas wie, es gibt ja E-Learning Patterns, didaktische Entwurfsmuster, genau, dass man so etwas entwirft auch für hybride Settings. Ja. Gut, ich gebe es in die Runde. Das ist eine spannende Frage, weil das hat ja was mit Wissenstransfer zu tun. Und da gibt es ja zwei grundlegende Strategien. Kodifizierungsstrategie, das ist das, was du eben angesprochen hast. Ich gehe über bestimmte Tools, die ich sammle, die ich zur Verfügung stelle, oder eben auch Kommunikationsstrategie. Und meines Erachtens ist es, glaube ich, wichtiger, momentan erstmal miteinander zu reden. Also, weil ich glaube, es gibt ganz viele Ecken und Enden schon auch im Netz und in Hochschulen. Ich glaube, hier gibt es bestimmt auch schon ganz viele Papiere zu tollen Sachen, die aber irgendwie verschütt gehen. Und ich glaube, es bedarf mehr dieses Miteinanderreden, Austauschen. Also dieser Netzwerkgedanke, nicht nur als lernende Hochschule, sondern auch als Scientific Community, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist das, was uns auch gefehlt hat, nämlich diese physischen Settings hier, wo wir vielleicht nachher dann noch beim gemeinsamen Kaffee über Sachen reden können, ist vielleicht noch viel wichtiger meines Erachtens als quasi so ein Bausteinkatalog, der auch da sein muss, der auch eine gute Grundlage ist und auch eine Definition darstellt. Die Kommunikation muss sich ja an irgendwas auch festmachen, ja? Die muss sich ja irgendwo verstetigen. Deshalb müssen diese beiden Sachen ja zusammenspielen. Ich würde da vielleicht einfach noch kurz, wenn ich dürfte, da ein bisschen was anschließen. Also Sie wissen ja auch sicherlich selber, wie viele Seiten es gibt, wo eben solche Sachen auch schon gesammelt werden. Und ich glaube, auch in dem, was Sie meinen mit der verstärkten Kommunikation, wenn man das irgendwie verknüpft, auch mit der Möglichkeit, dass wirklich jeder sich einbringt. Also wir haben da zum Beispiel jetzt auch uns sehr viel zurückgegriffen auf Padlets, wo viele Leute einfach, die offen sind, ihre Ideen mitteilen können, ganz frei, wo sie einfach wirklich Links hinzugefügt haben für sinnvolle Tools und dann haben sie diese eingeordnet. Und wenn man sowas irgendwie sehr offen gestaltet, könnte das natürlich dazu führen, dass diese Kommunikation stattfindet, man die vielleicht aber auch gleichzeitig irgendwie schon für alle offen stellen könnte. Aber aus der eigenen Erfahrung, wir haben auch versucht, so eine Lernplattform jetzt aufzubauen, um Informationen an Lehrende zu verteilen, weiß ich, dass es sehr schwierig ist, weil es einfach sehr viele gibt und jeder möchte irgendwie trotzdem sein eigenes machen. Also die Personengruppen zu überzeugen davon, glaube ich, zusammenzuarbeiten, jeder wirklich ihr Wissen frei zu teilen, da ist sehr viel Kommunikation und Überzeugungsarbeit notwendig, würde ich meinen. Ja. Danke, Frau Meyer. Es gibt eine weitere Frage aus dem Publikum. Ja, ich wollte mich vorstellen, mein Name ist Thomas Pfeiffer, ich bin Mitarbeiter der Donau-Uni Krems am Department für Weiterbildungsforschung. Ich bedanke mich herzlich für den Vortrag, der sehr viele interessante Themen aufwirft und sehr anregend ist. Eine Frage, die ich hatte, oder eine Beobachtung, die ich hatte, oder einen Eindruck vielmehr, ist, dass wenn Sie von Räumen und Orten sprechen, dass das eine sehr
physische Konnotation hat, beziehungsweise fast ein Fokus auf physischen Räumen und physischen Orten war. Und ich nicht so sehr gesehen habe, die Benutzung des Begriffs Raum auch auf Online-Räume und wie Online-Räume gestaltet werden, weil aus dem könnte man gewinnen, das Verhältnis dieser beiden Raumvorstellung, das Verhältnis von Inklusions-Exklusionsmechanismen in die eine Form, in physische Räume und in Online-Räume. Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber ist der Eindruck richtig, dass Sie sich hauptsächlich auf physische Räume bezogen haben? Jein. Also wenn ich von Orten spreche, dann kann das ein physischer Ort sein, es kann aber auch genauso gut ein virtueller Ort sein. Es ist aber ein Punkt quasi im physischen oder virtuellen Raum, in den Sphären, in den Welten, den wir besetzen. Und Raum würde ich eher aus dem Soziologischen, wie von Frau Löw definiert, nämlich dass es eine Zusammenführung von Menschen ist, eine Anordnung von Menschen und sozialen Gütern. Das heißt, wir hier bieten zusammen einen Raum, weil wir miteinander reden, also wir unterhalten uns und sind an diesem Ort gerade. Gleichzeitig gibt es aber auch andere, die Teil dieses Raums sind, weil sie mitmachen, weil sie interagieren, sind aber an anderen Orten. Deswegen würde ich Ort, wäre denn in dem Fall dann quasi der Laptop oder das Online-Streaming. Also das wäre meine Definition. Deswegen, aber mich interessiert natürlich aus Architekten natürlich immer, wie verändern Technologien an unsere physischen Orte, weil ich glaube, das ist das, was uns einschreibt, was wir sehen, weil wir als Person letztendlich auch physisch sind, also diejenigen, die gerade zugeschaltet sind, die vielleicht auf dem Balkon sitzen, wenn das Wetter noch schön ist, oder in der Küche, auf dem Küchenstuhl, die haben ein ganz anderes Erlebnis von unserem Raumsetting, was wir hier haben, weil der Ort sie dort, wo sie sitzen, ganz arg prägt. Vielleicht schreit im Hintergrund gerade das Kind, was noch beschäftigt werden muss. Das heißt, sie haben ein ganz anderes Verständnis von dem Ort und können an diesem Raum ganz anders teilnehmen. Aber das ist ein guter Hinweis, weil wir, glaube ich, brauchen auch eine ganz eindeutige Begriffsdefinition. Und da kommen wir nämlich auch wieder zu unterschiedlichen Definitionen aus unterschiedlichen Disziplinen, wenn wir über Raum und Orte sprechen und müssen uns da, glaube ich, auch erstmal einigen, wie wir quasi welche Basis wir haben. Und das wäre, glaube ich, der Katalog, den ich mir vorstellen könnte. Was ist Raum, was ist Ort als Verständnis? Und darauf aufbauen können wir dann uns unterhalten und verstehen uns vielleicht auch besser in den verschiedenen Disziplinen und können uns dann austauschen. Ja, von daher ist eine ganz spannende Frage. Ja. Gut, danke schön. Die nächste Frage wieder aus YouTube, Michael Kopp, Universität Graz. Er bedankt sich sehr herzlich für den Vortrag. Funktionierende hybride Räume an Hochschulen bedingen zusätzliche Ressourcen. Wie kann man Hochschulleitungen davon überzeugen, diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen? Ich gebe die Frage jetzt in die Runde. Und wenn es gute Antworten aus dem Publikum gibt, dann nehmen wir die auch gerne auf. Ich glaube, das hat wirklich auch wieder so ganz stark damit zu tun, wie sich selber die Rektoren und Rektorinnen sehen, ob die sich so als Early Adopters zum Beispiel auch in dem Moment selber betrachten und sagen, wir möchten vielleicht auch wirklich da was in die Hand nehmen und möchten das halt verändern, dann hilft das natürlich mehr, weil man einfach in dem Moment leichter daran kommt und die leichter davon überzeugen kann, wenn man jemanden hat, der vielleicht ein bisschen etablierter und ein bisschen festgefahrener ist und sagt, wir kommen auch mit dem, was wir haben, gut klar, wird es auf jeden Fall schwieriger. Also ich glaube, da muss man eher an die Person an sich anknüpfen. Also was ist das für eine Person? Wie kommt man vielleicht an diese am besten ran und kann die davon überzeugen, dass das eine sinnvolle Investition wäre? Ja. Oberösterreichische Lösung. Oberösterreichische Lösung. Eher so, wie es Frau Ninnemann in ihrem Vortrag gesagt hat. Also so dieses Bewusstsein der Hochschule. Sind wir jetzt eigentlich eine Präsenzuni? Oder sind wir sozusagen diese Universität, die auf Online umsteigt, auf Blended Learning umsteigt? Und ich denke, wenn wir sagen, wir sind eine Präsenzuni, werden wir es kaum schaffen, zu überzeugen, dass hier investiert werden muss. Da wird mehr in Gebäude dann wieder investiert, die ein ganz normales Setting haben wie immer. Und wenn man sich, glaube ich, auch strategisch entscheidet, Studierende vielleicht stärker als Kundinnen und Kunden zu sehen, wo junge oder
Na, vielleicht jetzt im Reden, vielleicht macht es auch der Markt, vielleicht sind die jungen Leute jetzt so, dass sie es auch einfordern werden und dass sich dann Universitäten dem anpassen und dann dieses Bewusstsein vielleicht auch ändern und wenn sie dann sehen, das brauchen wir, weil der Markt verlangt, dass Studierende, unsere Kundinnen und Kunden fordern das ein, dass dann auch das Geld, die finanziellen Ressourcen stärker dahingehend fließen können. Gut. Ich würde mich den Kolleginnen anschließen. Ich finde es wichtig, quasi den Fokus auf die Leitung zu setzen oder auch Führung, Strategie, dass das, was wir auch sehen bei den Fallbeispielen, die da schon sehr innovativ vorhanden sind und eben auch den Fokus auf Studierende als User, NutzerInnen und ich würde aber auch uns Lehrenden noch mit ganz arg in die Pflicht nehmen, weil wir müssen auch Verhandlungsmasse mit reinbringen. Also das, was ich vorhin meinte, wir können nicht immer nur sagen, wir brauchen mehr, sondern wir müssen auch sagen, dafür verzichten wir auf was anderes oder wir brauchen das nicht mehr. Das heißt, mit einem Konzept, wir brauchen, müsste auch immer mit einhergehen und dafür kann das wegfallen. Und damit habe ich vielleicht dann Ressourcen frei, die ich vorher nicht hatte. Und das vielleicht auch das, weil sie diese Krise, die wir vielleicht manchmal von außen brauchen, durch eine Wettbewerbssituation immer wieder selber schaffen. Und ich glaube, dass Ressourcenknappheit nicht immer etwas ist, was uns hindert, sondern im Gegenteil vielleicht auch beflügeln kann. Und ich glaube, dass wir dann quasi mehr in diesem Experimentiermodus sind und wissen, dieser Raum muss nicht perfekt architektonisch ausgestaltet sein mit den optimalen Licht-Luft-Verhältnissen, sondern das ist ein Raum, in dem wir ausprobieren dürfen, der nicht perfekt sein muss, wo wir auch nochmal neu mixen und Sachen, vielleicht alte Sachen auch wieder nutzen, also nicht nur bei Bekleidung oder dass wir Sachen auch teilen, also Sharing Economy, warum gibt es das nicht an den Hochschulen mehr? Also dass wir, das wäre auch dieses Thema Lernraumorganisation und wenn wir da Sachen mit einbringen, quasi Verhandlungen, können wir auch mehr besser verhandeln und haben eine Win-Win-Situation mit anderen Partnern auch, ne? Also bis hin zu Geldern finanzieller Art, die von anderen, vom Staat oder wie auch immer, Kommunen gegeben werden müssen. Danke sehr. Bitte. Ja, hallo, Christina Hell, auch Donau-Universität Krems, also Universität für Weiterbildung Krems, vom Service Center für Lehrinnovation und digitale Kompetenzentwicklung, beziehungsweise dem Team für digitale Transformationen. Danke für den wunderbaren Vortrag. Meine Frage wäre auch in eine ähnliche Richtung gegangen und daher auch danke für diese Antwort. Ich möchte das nur unterstreichen. Also ich glaube, es braucht auch eine gewisse Fehlerkultur an einer Universität, und an Institutionen generell, die Innovation leben und Innovation vorantreiben wollen und auch Veränderungen ausprobieren wollen und testen möchten. Frau Ninemann, Sie haben wunderbare Beispiele gebracht und hier sicher vieles gesehen, auch von der Nähe. Sie wissen wahrscheinlich, wie Entscheidungsträger in diesen Institutionen reagieren, wie Innovation dort vorangetrieben wird. Aber was braucht es denn vom Umfeld rundherum oder was gibt es an diesen Orten vom Umfeld rundherum, sprich von Politik oder auch von Vereinen, wie dem Forum Neue Medien in Österreich? Also das sehen wir halt quasi in Skandinavien, was dort möglich ist, auch im europäischen Raum, dass dort ganz andere Raumkonstellationen möglich sind. Und was ich immer gesehen habe, also zum Beispiel auch im skandinavischen Bereich, dass diese Strategien immer auf zwei Ebenen laufen. Also zum einen, dass das unterstützt wird und auch Ziel ist, Vision der Unternehmens- oder Universitätsleitung, aber die quasi Raum schafft, dass es so Bottom-up-Perspektiven gibt. Zum Beispiel in Umeå war es der Fall, dass die Vizepräsidentin ausgerufen hat, wir wollen der beste physische und virtuelle Campus in Europa sein. Und das war 1990, also schon ewig her. Und hat gesagt, das ist unser Ziel. Und wer immer Ideen hat, egal ob es aus der Bibliothek kommt, aus der Verwaltung, von Lehrenden, von welchem Department auch immer, habt Ideen, bringt die mit und dann könnt ihr Sachen ausprobieren. Das heißt, der ganze Campus hat sich zu einem Labor entwickelt, in dem die verschiedensten Sachen ausprobiert worden sind. Das ist das, was auf dem Campus passiert ist. Und die spannende Situation in Schweden ist auch noch, dass alle Hochschulgebäuden quasi so eine Art Landlord haben, das Akademikerhus, die sämtliche baulichen Infrastrukturen von Universitäten als Immobilien
Dienstleister betreibt und weiterentwickelt. Und die haben auch ein ganz spezielles Interesse, wie diese Immobilien sich entwickeln, weil sie haben gesagt, wir bauen hier für die nächsten 50 bis 60 Jahre und wir haben auch ein wirtschaftliches Interesse, dass wir euch die richtigen Umgebungen hinstellen. Das heißt, die investieren auch in Forschung, die haben eigene Forschungsprojekte, die haben sich zum Beispiel in Umeå University an bestimmte Projekte drangehangen, damit Forschungsgelder zur Verfügung gestellt. Also da sieht man, dass verschiedene Player zusammenspielen müssen und miteinander reden müssen und dann diese Freiräume, diese Experimentierflächen. Deswegen, ich bin großer Verfechter von Reallaboren, weil wir dort eben auch außerhalb von bestehenden Normen, also es gibt ja diese Experimentierklausel in Reallaboren, wo wir bestehende Normen außer Kraft setzen können und freier sind und ausprobieren können. Und ich glaube, da braucht es aber alle am Tisch, alle Entscheider, Stakeholder, gerade aus den verschiedensten Bereichen, auch Behörden, die dann mitspielen. Ich glaube, dann wäre schon ein Riesenschritt getan. Gut, wollen Sie noch ergänzen? Bei uns in Oberösterreich sieht man, dass Politik einen großen Einfluss hat. Es soll oder es kommt ja die neue TU. 2023 sollen die ersten Studierenden dort studieren können. Persönlich tue ich mir jetzt schwer, das verstehen zu können, wie schnell das gehen kann. Aber wenn das die Politik anscheinend will, dann geht es irgendwie. Und diese neue Uni wird Universität der Zukunft genannt. Ich weiß noch nicht sehr viel, aber vor kurzem habe ich gelesen, dass es informeller werden soll dort, dass die hierarchischen Strukturen anders werden, dass Arbeitsgruppen installiert werden. Das ist einmal das, was ich bis jetzt aus den Medien mitbekommen habe. Aber da sieht man doch, dass Politik auch auf sowas Einfluss hat und nehmen kann. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum, beziehungsweise online aktuell nicht? Dann werde ich das nutzen, damit ich selber auch eine Frage stellen kann. Und zwar, meine Beobachtung ist, dass, Sie haben das auch angesprochen, hybride Lehre wird gerade auch von den Hochschulleitungen sehr, sehr eng gesehen. Also es wird immer so dieser Begriff 50-50, 50% sind anwesend und die anderen 50% sind offline. Mir persönlich kommt vor, wir haben ja viel mehr Möglichkeiten und eine viel größere Bandbreite. Ganz konkret angesprochen zum Beispiel eine Partnerhochschule in Österreich, die UMIT in Hall in Tirol hat, Präsenzveranstaltung in Hall in Tirol. Gleichzeitig haben sie ein zweites Gebäude gebaut in Lienz, wo dann die Studierenden sehr wohl auch präsent anwesend sind, aber der Lehrende wiederum jenseits des Hauptalpenkamms, Nordalpenkamms sitzt und dort die Präsentation macht. Also es gibt eigentlich sehr viel mehr an Möglichkeiten und Variabilität, als von den Hochschulleitungen und vielleicht auch von den Bundesministerien erkannt wird. Frau Meyer, ich glaube, Sie haben das auch angesprochen in Ihrem Artikel. Was vergessen wir sonst noch alles? Ja, also wie ich auch schon jetzt aus unserem Beispiel erwähnt habe, ist natürlich derzeit wahrscheinlich schon gerade auch in Österreich und auch was ich aus dem Artikel, aus dem Magazin herausgelesen habe, sehr stark der Fokus auf der synchronen hybriden Lehre, was Sie eben auch gemeint haben in dem Moment, dass die eine Hälfte ist vor Ort da und es wird live eine Veranstaltung übertragen, damit die andere Hälfte der Studierenden in irgendeiner Art und Weise in dem Moment mit anwesend sein kann. Aber es gibt ja auch noch jede Menge, was auch von Ihnen schon sehr viel angesprochen wurde, diese asynchronen Elemente, die man einbauen könnte, was ja durchaus auch die hybride Lehre mit ausmacht, auch wenn es jetzt bei uns sehr häufig eher unter diesem Blended Learning Begriff fällt. Aber im Endeffekt ist das ja auch eine Auslegung hybrid. Blended Learning ist ja auch sehr stark miteinander verknüpft. Also ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel Spielraum. Man könnte vielmehr diese, auch wenn das jetzt mittlerweile, das ist ja auch schon ein älteres Konzept, ein Inverted Classroom Modell oder Flipped Classroom Modell, das ist ja genau diese asynchrone, hybride Lehre, sowas könnte viel stärker noch genutzt werden, aber ich glaube, da geht auch ganz viel verloren, das könnte sehr stark noch gefördert werden in irgendeiner Art und Weise, ja. Gut. Es gibt noch eine Frage von Frau Ode Jans. Vielen Studierenden fehlen oft die Mittel, ihre Lernumgebung gut auszustatten. Wie stelle ich sicher, dass kein technologischer Gap zwischen Studierenden und Unis entsteht? Hier geht es vor allem auch um den freien Bildungszugang. Das ist eine gute Frage und manchmal ist es ja auch innerhalb der Studierendenschaft schon, gibt es ein Riesenspektrum an Möglichkeiten und das auszugleichen und
daher umso mehr wichtig, dass wir hier Infrastrukturen für Studierende denken. Also dass sie nicht nur Gast sind und kommen und wieder gehen, sondern hier sein können bei uns, auch selber einen Ort haben. Also sehen wir zum Beispiel in den Niederlanden auch bei neuen Fakultätsgebäuden, da sind teilweise Settings, da denkt man, das ist eine Bürosituation, aber das ist für die Studierenden, dass sie dort einen Ort haben, wo auch Monitor ist, wo sie ihre Sachen einschließen können, quasi wie so ein Open Space Büro, dass sie dort auch einen Arbeitsplatz haben, wo sie quasi richtig Licht und Luft und auch Technik mit nutzen können. Und ich glaube, da ist wieder dieses, dass wir ein neues Bild brauchen, was auf dem Campus möglich ist und die Orte, die wir anbieten. Und ich glaube, das wäre ein Riesenschritt, dann natürlich auch mit einhergehend, dass man vielleicht Technologien ausleihen kann, dass es da viel mehr Möglichkeiten gibt, Angebote zu formulieren, Studierende zu unterstützen, je nachdem, welcher Situation sie gerade sind. Also da müssen wir noch viel breiter denken oder viel mehr Möglichkeiten haben und die hätten wir wahrscheinlich auch. Ne? Also, ja. Alles Fragen der Inklusion. Gut, ich danke sehr herzlich. Danke sehr herzlich für die Podiumsdiskussion. Ich möchte die Zeit noch nutzen, vielleicht für ein Abschlussstatement, was Ihnen noch wichtig wäre, das mitzugeben. Vorher danke schon einmal der Universität für Weiterbildung in Krems, dass wir hier zu Gast sein durften und die Podiumsdiskussion und den Vortrag, also die FNMA-Talks, durchführen durften. All das ist nicht selbstverständlich und dass wir es hybrid geschafft haben, ist natürlich umso besser. Gefördert wird diese Serie 2021-22 vom Land Niederösterreich und das freut uns natürlich sehr und so wollen wir auch weiterführen. Und bevor wir jetzt das endgültige Ende machen, gebe ich Ihnen jetzt noch die Chance für die Botschaft an die österreichischen Hochschulen. Was sollen wir aus unserer Podiumsdiskussion lernen? Wer mag beginnen? Also ich würde das Thema noch mal voranstellen. Und ich glaube, das ist das, worauf ich mich jetzt auch noch freue, was dann im Stream nicht mehr zu sehen ist, quasi sich austauschen zu können, wo wir stehen. Und ich glaube, es braucht diese informellen Begegnungsorte für uns auch als Forscher, als Lehrende ganz arg. Und ich freue mich auf die Zeit, wo wir das wieder viel offener, viel freier und häufiger tun können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diesen Austausch zu haben und dann eben auch genau in diesen Problemfeldern oder Herausforderungen diskutieren zu können. Also auch gerade dieses Thema Nachhaltigkeit ist etwas, was mir persönlich ein ganz, ganz großes Anliegen ist. Und nachhaltig bedeutet auch eben, so Infrastrukturen zu planen, was eben nicht nur technologisch und ressourcenschonend, sondern auch zu gucken, wie können wir den Studienerfolg optimal unterstützen. Das ist auch eine Form von Nachhaltigkeit, die wir vielmehr auch baulich denken müssen. Und also dieses Thema Innovation und Nachhaltigkeit beidseitig und den Austausch darüber, den würde ich gern mitnehmen und gern fortführen. Danke, Frau Ninnemann. Ich bin froh, dass ich nicht wusste, dass Sie diese Frage stellen, weil ich glaube, das hätte mir 2 Wochen schlaflose Nächte bereitet. Ganz spontan würde ich aber jetzt sagen, bitte traut's euch. Ja, traut euch, einfach was auszuprobieren. Wir mussten es vor 1,5 Jahren auch. Nicht wieder einfach in das alte Denken zurück, in das alte Fahrwasser, in die alten Schienen, sondern schau mal, dass wir da, was jetzt schon da ist, dass wir das weiternehmen und dass wir was ausprobieren. Ich habe auch vor 1 Jahr Studierende auf Zoom fragen müssen, oh, wo muss ich ihn jetzt hindrücken und so weiter und was auch immer. Ja, also einfach trauen. Die Studierenden, die Lehrenden, aber auch die Universitätsleitungen. Danke. Vielen Dank, Frau Rami. Ja, ich schließe mich eigentlich im Groben von den Grundgedanken meiner beiden Vorrednerinnen an. Ich finde auch, glaube ich, was ganz wichtig wäre, wäre mehr Kommunikation, auch generell erstmal vielleicht abzuklären, wirklich, was macht für uns hybride Lehre aus, wie wollen wir die gestalten, was wollen wir damit machen, wie wollen wir das weiterentwickeln und wie können wir das durch die richtigen Räume unterstützen, wie kann man das machen, dass da einfach wirklich ein stärkerer Austausch stattfindet. Ich glaube, das würde der ganzen Diskussion wirklich sehr gut tun und auch sich wirklich einfach zu trauen, einfach Leute mitzunehmen und eben wirklich zu animieren dazu, wenn man vielleicht selber diese Erfahrungen hat, eben diese zu teilen. Ja. Wunderbar, ein schönes Schlusswort, just do it. Das war der FNMA-Talk Nummer 23. Vielen Dank noch einmal für die Teilnahme, vielen Dank für die Präsentation. Der nächste FNMA-Talk findet an der FH St. Pölten statt im Jänner 2022.
Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank.